Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Planet Crafter hier von unserem kleinen Planeten, den wir ausgezogen sind zu retten oder verdonnert wurden zu retten. Und wir machen es ganz gern. Ich habe mal in der kurzen Zeit was umgebaut. Wir haben ja hier unsere Händlerrakete. Um die zu besticken, muss das Zeug immer von drinnen bis hierher rennen und machen. Also warum nicht gleich hier produzieren? Sprich, ich habe die Stoffherstellung hierher ausgelagert. Sprich, ich kann das Zeug von hier aus gleich nehmen. Hier im Schrank ist auch noch was. Hopp, hier rausbringen. Hab nicht mehr so einen weiten Weg. Muss nicht überall durchschleppen. Das gleiche habe ich mit der Produktion von besserem Essen gemacht. Weil die beiden Sachen bringen uns ja momentan eine Menge Geld. Die nehmen wir mal mit. Es kommen noch ein paar dazu. Du kannst da liegen bleiben. Damit das hier richtig schnell vonstatten geht. Und den entsprechenden Produktionsautomaten habe ich hier gleich daneben gepackt. Sprich, wir haben alle Sachen gleich hier an einer Stelle und ich muss nicht so weite Wege in Kauf nehmen. So. Dann muss ich mal schauen, wie schnell das hier alles geht. Der braucht ein bisschen. Der geht relativ flott. Ja, wenn da noch eins dazu kommt, ihr seht, dann flutscht das hier wie Suppe. Mein Plan wäre also, hier noch einen zweiten daneben zu stellen. Wir können ja mal gucken, was kostet uns noch ein zweiter. Leiterplatten, ich hefte es mal an. Hatten wir nicht nochmal Leiterplatten extra mitgebracht? Wir können ja mal schauen. Material sollte ja eigentlich da sein. Also Leiterplatten, Leiterplatten, Leiterplatten. Eine. Die haben wir bekommen durchs Abbauen von den Schränken. Ne? Können wir ja gleich mal hier oben schauen. Das wäre so der nächste Schritt. So. Hier haben wir ein bisschen Platz gewonnen. Da muss ich mal schauen, was ich da wie wo veranstalte. So. Hier habe ich mir ein paar Bienen produziert, die wir drüben schon mit aufstellen können, damit das schneller funktioniert. Angesetzt habe ich mir jetzt noch mal ein paar Raupen, damit wir noch ein bisschen mehr, oder komm, nehmen sie gleich raus, noch ein bisschen mehr Stoff in kürzerer Zeit herstellen können. So, da brauchen wir mal schauen, ob wir noch haben. Dünger müssten wir genug haben. 1, 2, 3 Dünger. 3 davon. Und 3 ungewöhnliche. Zum Glück habe ich ja genug eingesammelt immer. Ja, dass wir hier richtig eine Menge an Material produzieren. Und ihr seht ja, das geht ja richtig flutschig schnell. Halt. Ich vergesse mal, dass ich drauf warten muss. Ja, jetzt. So, das hierher. Gut. So, also noch so ein Stoffautomat brauchen wir. Der kostet uns, wo haben wir denn den Seitenautomat? 3 Raupen, Zeolit, Wasser und Sauerstoff. Ja, das kriegen wir doch hin. Quatsch, Zeolit war ja vorne. Da muss ich immer noch umstapeln. Zeolit, Wasser und Sauerstoff. Habe ich sogar zufälligerweise einstecken. Dann kann das hier vor sich herrödeln. Ich muss halt schauen, dass ich halt immer mal zwischendurch hier vorbei und das ausleere. Ja, da haben wir die Schränke hier soweit voll. Hier ist noch Platz für andere Sachen. Mal schauen, ich hatte mal angeschaut, was aktuell möglich wäre, wäre zum Beispiel die Raketentriebwerke, die 13 Token bringen. Ja, die Stäbe sind jetzt, naja, mal schauen, wie viel Material wir dann hier so dazu bekommen. Also die ist ja gerade nicht da, wir können gerade nicht gucken. Ja, die sind alle 300 Sekunden, also alle 10 Minuten ist die Rakete wieder da. Ja, da kann das hier ruhig ein bisschen vor sich hin machen. Wie gesagt, hier noch ein bisschen was dazu. Mal schauen, was wir dann wie, wo effizient kriegen, wie lange die brauchen zum Wachsen. Vom Zeitfaktor her werden wir sehen. Dann habe ich hier hinten mal noch ein bisschen rumgespielt. Ich habe mir noch einen Bauernhof hier hochgesetzt, damit hier ein bisschen mehr davon wachsen können.
Ja, aber 5 mit einmal. Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten daneben gestellt. So kriegt man hier auch immer genug von den Materialien. Gerade Dünger brauchen wir ja unendlich viel. So, ihr hört, es rödelt, es rasselt. Ich pack's mal hier rein, da kann das schon mit weg. Pilz hier rein. So, gut. Nur, dass ihr seht, ich habe ein bisschen was gemacht. So, Lager, wie gesagt, bastel ich noch um. Für die Schränke muss ich mal schauen, wie wir die an die Materialien rankommen. Weil die sind ja nun doch nicht gerade preiswert. Wir brauchen Leiterplatten. Ja. Heißt, wir müssen losziehen. So, dann gucken wir mal. Strom ist noch ein bisschen was da. Das wäre dann das nächste, was wir besorgen müssen. Nächsten Schritte wären... Oh, Baumverteiler 3. 10.000 Sauerstoff. Oh, das... Ach, das habe ich bis nachher wieder vergessen. Ich beschreiße mal lieber nicht. Baumverteiler 2, Baumverteiler 3. Der hat 5-mal so viel. Ich glaube, da muss ich mal noch ein bisschen basteln. So, ansonsten Extraktor Stufe 3. Extraktor Stufe 2. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Weil die sind nicht so ergiebig, habe ich festgestellt. Ansonsten haben wir dann hier Heizung Stufe 5 bei 8. Brauche noch ein bisschen. Die werde ich mir alle mal versuchen zu basteln, die ganzen Schmetterlinge, damit wir von jedem was in das Schmetterlingshaus kriegen. Auch da ist noch nichts in Stein gemeißelt. Mutagen Stufe 2 bei 50. Also ich glaube, wenn wir zurückkommen, sollte es vielleicht funktionieren, dass wir so viel haben. Ich hoffe es. Wenn nicht, müssen wir mal noch ein bisschen basteln. Ja, das sind die nächsten Schritte. Aber erstmal auf nach oben. Wir brauchen noch ein bisschen. Ja, die Dinger stapel ich auch mal um. Danke für eure Rückmeldung übrigens und eure Kommentare. Ich möchte die Solarzellen trotz alledem behalten. Auch wenn sie wenig effizient sind. Aber die fressen nicht, die beißen nicht. Und so als, naja, ich nutze es als Deko-Element. Da kann ich noch was trinken. Jups. Ich nutze sie gleich so als Deko-Element. Ja. Zack. Gleich noch was getrunken. Ja. Ich stehe da ein bisschen drauf auf Solarzellen. Gefällt mir irgendwie. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Dass wir das dann hier vielleicht abhaken können. Beziehungsweise, wir haben ja den Generator noch, ja, den komischen Atomreaktor noch, den wir da. So. Das ist soweit leer. Okay. So, dann lass uns mal reingucken. Dann können wir zumindest eins nach dem anderen abheften. So, guck, da sind noch die Schränke. Und schon haben wir unsere. Ich bin Henry. Haben wir unsere Leiterplatten. Auch nicht verkehrt. So. Ja, die Tür geht immer noch nicht auf. Hier. Da können wir ja mal richtig loslegen. Haben wir noch welche da? So. Genau, hier ist noch der Reaktor. Mal schauen, wann wir das mal freigeschalten kriegen. Zerlegen Lagerkiste. Ist hier irgendwo noch was dahinter? Sehr eigenartig. Gehen die Türen vielleicht dann doch irgendwann mal auf? Mal schauen, wenn wir hier den Strom zuschalten. Vielleicht kriegen wir es dann auf. So, jetzt haben wir eine Handvoll davon. Wir können sozusagen erstmal arbeiten. So, es sind noch mehr hier davon. Wir hatten geguckt, das war leer, das war leer, das war leer, das war leer. Hier sind wir auch durch gewesen. Ja. Sprich, hier muss ich dann sozusagen nur noch mal her, um dann den Atomreaktor oder den Nuklearreaktor da irgendwie in Betrieb zu nehmen. Gut. Haben wir. Und da wir das hier nicht mehr brauchen. Na komm. Nehmen wir es einfach mit. Aufgeräumt ist. So. Gut. Hier war nichts weiter. Und dann müssen wir mal in die Höhle reinschauen.
Hier war ja Osmium. Sprich, hier hatte ich das Abbaugerät, das einfache, ja mitgenommen. Mal was zu trinken. Dann gib alles. Den hatte ich ja mitgenommen und in die Schwefelwüste gestellt. So, hier was zu essen weg. Obwohl, hier frisst ja nichts. So, den Sauerstoff. Ja, das sind alles so Sachen, die ich hier immer mal so auslagere. Das wird wohl irgendwie nie so recht leer. Na komm, machen wir das. Was weg ist, brummt nicht mehr. Gut. Liter, wieder 188 Geld. Gut, bis 10.000 kostet es ein bisschen Nerven, aber naja. Also den würde ich dann als nächstes dann ersetzen wollen durch einen Stufe 2 Extraktor. Und sobald wir dann Osmium brauchen, würde ich dann die Osmiumhöhle dann auch entsprechend, wenn das eine Osmiumhöhle ist, ja. Da, okay. Dann anschließen, beziehungsweise einen Extraktor herstellen. So, haben wir hier. Hier haben wir aber schon alles durchsucht, oder? Wir können ja mal gucken. Taschen sind ja eh voll. Nur, dass ich das gedanklich sagen kann, abhaken kann und sagen kann, okay, hier musste erstmal nicht heute Morgen gleich wieder her. Weil das bisschen Osmium, was wir bis jetzt brauchten, haben wir so gefarmt. So, hier hinten geht's eh Ausgang in die Schwefelwüste, beziehungsweise hoch, wo wir gestern gewesen sind. Genau. Also das haben wir erstmal abgehakt. Gut, super. Ja, dann wollte ich ganz dringend heute noch auf Ausflug. Zumindest, dass wir dort, wo wir gestern und zuletzt gestrandet sind, wollte ich ganz gerne dort weitermachen. Noch ein bisschen Karte entdecken. Mal schauen, was es da in der Ecke gibt. Sieht ja sehr urwaldig aus. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Pflanzensamen, die uns auch solche Palmen bescheren. Das wäre natürlich cool. Dann können wir nämlich die Palmen bei uns herstellen. Weil unser Strand ist noch nicht so richtig strandig. Weil gerade Pflanzen und Co. fehlt uns noch ein bisschen. So, was fehlt uns? Leiterplatten haben wir. Dann haben wir einen, brauchen wir noch einen Super-Lecci-Stab, Rakete und Uranstab. Die sollten wir haben. So. Also erstmal hier. Raketentriebwerk. So, halt. Dann packen wir das mal weg hier. So, Raketentriebwerk. Zack. Haben wir. Super Lecci. Check. Haben wir. Uran. Check. Haben wir. So, sprich, wir können jetzt zwei. Ups, falsche Tür. Irgendwann mauche ich das Ding mal zu. Ich hoffe, dass da passt jetzt hier schön daneben. Tudum-bum-bum. Heißt, wir brauchen Strom. Ja, okay. Nützt ja nichts. Dann lasst uns einen Generator bauen. Material sollte ja da sein. So, mal schauen, was haben wir in den Taschen. Ein bisschen hiervon was, ein bisschen davon was. So, Magnesium war voll. Ja, und auch hier. Wir sehen, dass die Schränke, oder dass die Schränke wenigstens voll bekomme, damit ich immer drauf zugreifen kann. Und dann würde ich versuchen, das Zeug nicht mehr alles mitzunehmen oder entsprechend zu entsorgen. Weil sonst haben wir tonnenweise Schränke. Klar, die großen Schränke könnten eventuell Spaß machen. So, das noch hier hinten raus. So, gut, Wasser haben wir, Sauerstoff haben wir. Apropos Sauerstoff. Ein unendliches Symbol unten links. Haben wir wir können ja gar nicht gucken. Haben wir eventuell schon Sauerstoffstufe erreicht? Das wäre natürlich der Hit.
Also, 5 Pulsare. Ich hoffe, die haben wir noch. Quarze. 1, 2, 3, 4, 5 und 4 Super. Mal die kleinen mickrigen Dinger an. Ja, die muss ich auch mal bei Gelegenheit mal ordentlich schön irgendwo hinstellen. So, wir haben wieder Strom. Ja, man kann halt nicht alles zur gleichen Zeit machen. Das Spiel erschlägt ihn sozusagen mit Möglichkeiten. So. Ah, jetzt haben wir wieder 1400 übrig. Da kommen wir wieder 3 Meter hin. Gut, soweit so klar. Ja, wir haben Sauerstoff erreicht. Was wären unsere nächsten Ziele? Können wir das noch unterstützen ein bisschen? Osmiumstab haben wir jetzt noch nicht gebraucht. Sammler des Wassers, 155 ppm. Pff. Sauerstoff erhöhen. Raketen hochschmeißen? Nee. Verbraucher? Was hat man von uns gesagt? Was produziert eine Menge Sauerstoff? Das Biom nur 1700. Das produziert nur Seide, das Pflanzen. Baumverteiler Stufe 3, genau, dieser. Ich mag ihn mir mal an. Wir müssten alles haben. Wenn der wirklich so viel bringt, muss man sagen, lasst uns mal 3 davon planen. Also 3-mal Zeolit. 3-mal Superlegierung. Dann 3-mal. Das hier 1, 2, 3 und 6-mal grünen Dünger. 1, 2, 3, 4 haben wir. Ja, das ist ein Witz. Ist hier ein Witz. Ja. Ja, wird gleich nachproduziert. So schnell geht das. So, das haben wir. Nun weiß ich nicht. Wir haben ja Baumsamen da. Wir haben ja welchen gezüchtet, beziehungsweise welchen gefunden. Was? Aleatus Baumsamen. Bringt nicht viel. Elegato. Und Himmelora Baumsamen. 250. Ich nehme den mal mit. Die anderen 2 sind ja draußen. Dann würde ich sagen, stapeln wir das mal um. Weil das sieht ja gelinde gesagt ein bisschen mickrig aus, was hier wächst. Schön, aber irgendwie mickrig. So. Linifolia. Okay. Gleich kriegen wir das ja größer hin. Mal 1. Gut, das sind die erstmal weg, aber wir werden sehen. Baumverteiler Stufe 3. Da hat natürlich einen richtig fetten Radius. So, welchen haben wir? Komm, wir packen den wieder rein. So, dann haben wir hier einen. Du bist Stufe 2. Haben wir nicht noch einen dritten irgendwo gehabt? Ich hätte jetzt geschworen, wir hätten noch einen dritten gehabt. Oh, dann lasst uns den hier hersetzen. Baumrinde vergessen. Na super. Auf dass das hier richtig schön grün wird. Wir wollten noch einen dritten bauen, ne? 2 dazu. Irgendwas habe ich jetzt mich vertan. Ein dort, ein hier und noch ein hierher. Hier kriegen wir ein paar Erzeuger hier bei uns rein ins System. So.
Thema. Naja, wächst doch schnell. Mal gucken. 1200 Sauerstoff und 1500 Pflanzen. Was mich dazu natürlich bringt, dass wir mal schauen. Wir haben doch den Multiplikator hier hinten hingepackt. Bezüglich der Algen, ne? Sauerstoffmultiplikator. Wie viel bescheren uns die denn? 2,1 PBT pro Sekunde? Und die 10.200. Sprich, wenn ich selbst bei der Menge, wenn ich den Multiplikator hier wegnehme und hier drüben mit hinsetze, sollte das uns einen Mehrwert bringen. Müssen wir schauen, wie groß der Radius ist, damit wir auch alle mit drin haben. Hier wäre es ja fast günstig, wenn wir uns diesen bauen. Ich glaube, dreimal Obsidian haben wir noch. Minimum. Und wenn nicht, wir wissen ja, wo genug rumliegt. Ich hoffe jetzt, Genau. Weiter sparen wir uns den kleinen und setzen den großen rein. Vielleicht schafft er noch mal einen Zack mehr, müssen wir in die richtige Richtung fliegen. Weil vielleicht hat er eine größere Reichweite. Wir fliegen mal hier hoch, damit wir das ein bisschen besser einschätzen können. Den haben wir nicht mal mit drin, oder? Mal nicht aus. Nur 25%. Okay, das ist nur durch den Samen, der drin ist. Und hier? 400%. Sauerstoff 400%. Dann frage ich mich. Ach so. Da gar keine Sicherung drin. So, nochmal das Ganze. 900. Cool. Bist du mit drin? 625. Ich nehme ich mit. Gemein lass mal liegen. Dann ist der aber nicht mit drin, dann müssen wir den eventuell nochmal umsetzen. 750. Perfekt. So war das gedacht. Okay. Gut. Da kann das wachsen. Unser Pflanzenindex kann steigen. Und wir können gemütlich und selig. Was waren ihr denn hier für? Außer dass ihr schön ausgesehen habt, ist nicht viel passiert, ne? Naja, also Sauerstoffwert kann nach oben gehen. Na, sieht doch gut aus. Für was braucht eine Sauerstoff? Ach, für hier, damit wir auf die 155 irgendwann mal kommen. Und hier, dass wir auf die nächsten Stufen kommen. Gut, ich pack mal die Taschen aus und dann spätestens, wenn es hell wird, geht's los. Ja, Tag ist angebrochen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Unser Reiseportal war hier. Hier hatten wir zumindest Schränke drinnen zum Einsortieren. Dann lasst uns mal schauen.
Was mir so richtig besonders gut gefällt, ist das Wasser. Oh, da ist der neuen Bauplan erhalten. Schmetterlingslarve. Aber wir müssen nichts trinken. Okay. Erstmal zumindest einen groben Überblick verschaffen. Hier oben sind wir ja schon mal lang gerannt. Gut, dann hier lang. Oh, also okay, dann mag aufs Gesetz, damit ich es auch schnell finde. Ja. Oh, die sehen schön aus. Wenn sowas dann bei uns vor der Basis wächst. Nee, euch lasse ich es liegen. Ihr verstopft mit den Taschen. Wenn ich noch frei habe, wenn ich aus der Höhle raus. Oh, was sind das? Bunte, bunte Steinchen. Heißt, wir können neue Kraftwerke bauen. Guckt mal, Pulsar. Oh, das sind die nächsten. Oh Gott, ich komme in die Hölle. Ich komme in die Hölle. Können wir demnächst richtig viel Strom produzieren? Da funkelt noch was, komm. Meine. Ja, haben noch mehr davon? Da. Da noch was. Funkelt noch was? In zarten Pink. Cool. Ja, haben wir doch einen ganzen Schwung erstmal und das noch einer. Den hätte ich fast vergessen. Geht ja gar nicht. Das mal eine Kiste. Naja, wir sagen, ist da auch von allem genug drin. Hier geht's nicht durch. Okay. Geht's jetzt hier lang? Einmal im Kreis, Fiedelwumm. Oh, den nächsten. Was ist denn das? Lazarquarz, okay. Ist ja cool. Na komm. Mal schauen, für welches Rezept wir die brauchen. Hat mir nicht irgendwie Sonnenkristall oder irgendwas gebraucht für die Lampe, für die bessere? Weil ich gerade das Gelb dort hinten sehe. Dann hätten wir ja vielleicht dann die Option für besseres Licht. Ich sammle erstmal hier unten ein. Ich sammle erstmal ein. Taschen sind voll. Die Frage ist, wo bin ich jetzt hier reingekommen? Hier? Ja, hier ist die Raupe, hier ist mal reingekommen. Muss ich bloß einen Ausweg wieder finden. Ja. Da war blau, hier war pink. Hier ging es raus. Wisst ihr, was das Schöne ist? Dadurch, dass wir unseren Teleporter haben, muss ich hier noch nicht mal die Schränke großartig bemühen. Ich würde es aber jetzt mal tun, weil wir heute ja schon eine Zacken spät dran sind. Ja. Ja. Wenn wir immer hier sind, können wir ja trinken. Ja. Die Frage ist, wo war jetzt die Höhle? Hier hinten lang, ne? Genau hier. Super. Muss ich noch mal sagen, der Fund des Tages. Magnetarquarz. Was es nicht alles gibt.
Aber so wie es ausschaut, ist es wohl eher eine endliche Ressource. Muss ich mal schauen, dass ich das clever einsetze und nicht in das rauspulver. So. Wie weit die Würmer hier? Seht ihr noch irgendwo was? Naja. Viel ist es nicht. So, hier ist das. Mann, oh Mann, oh Mann. Was hier hinten? Ja, das ist in Ordnung. Ich muss dringend auf meine Werte achten. Gut, Sauerstoff. Was? Hier lang. Sauerstoff haben wir ja keine Probleme mehr. Oder sollten erstmal keine mehr haben. Wenn wir da jetzt ohne Sauerstoffflasche auskommen, sind wir da ja auf der sicheren Seite. So. Oh Mann, wo kommen wir denn jetzt hin? Jetzt sind wir wieder hier. Hier waren wir. Wer hat denn die Höhlen erfunden? So, oben waren wir gewesen. Dann lassen Sie mal hier schauen. Nicht wieder zurückgehen. Hier. Ich bin mir vor wie so ein Goblin. Schätze. Mein Schatz. Ach, guck mal, die Raketen. Will das Spiel uns sagen, wir müssen noch mehr Raketen verschicken? Hier unten, das funkelt und blinkert überall. Und dann die Musik, die noch passend zur Höhle ist. Also wenn das dann heute nicht ein super erfolgreicher Ausflug ist, was dann? Ja. Bum, bum, bum. Da glänzt und funkelt noch was. Da brauchen wir dann eigentlich Schränke für das Quarz. So. Inventar voll. Was, da bin ich mal mutig, esse und trinke was, haha. Und schön ist wieder Platz. Und schön ist kein Platz mehr. Hier funkelt immer noch was. Dann mal ja hochschauen. Was noch eine Variante in Gelb? Was da? Okay. Ich hätte jetzt gehofft, dass das Sonnenquarz. Wann hier geht ja eine Höhle in die andere. Oh, ich glaube, hier werden wir wohl länger zubringen. Ja. Wasserfall. Für so einen kleinen Wasserfall macht der verdammt viel Krawall. Davon sind die Pulsare. Oh, hier ist auch noch eine Höhle. Uran. Cool. Machen wir ja wirklich alles auf einer Stelle. Prima. Das fetzt. Da ist noch eine Kiste. Was Schönes drin. Oh. Irgendwie ja.
Aber mitunter ist es ja gar nichts mehr so Weltbewegendes, was wir hier finden. Schön ist halt, wir müssen es nicht selbst herstellen. Naja, dann bleibt mir eigentlich nur ein Hin- und Herreisen. Wir können ja mal gucken. Zack. Schrank voll. Zwei Schränke voll. Was ich auf jeden Fall machen würde, ich würde mir mal noch eine Kostprobe von dem... Oh, hier ist noch ein Eingang. Ach, das ist der Eingang für... Aha. Pack ich das dahinter Eingang? Okay. Woran würde ich dann getrennt holen? Wo kommen wir denn hier hin? Mal Licht an. Du was sehen. Wenn es ja Schätze gibt. Was funkelt mich so grünlich an? Es ist Uran, weil es funkeln kann. Naja. Ja. Ja komm, eine Handvoll darf mit. Dann können wir mal auf die Karte gucken. Ach, das ist ja sogar... Die Uranmine, sprich, da kann man ja auch einen Extraktor aufstellen. Ich glaube, ich muss noch ein paar Teleporter bauen. Weil sonst wird der Weg zum Abfahren jedes Mal unendlich. So. Immer. Aber das war eigentlich gar nicht mein Sinn. Ich wollte wenigstens die Kiste noch mitnehmen, die hier irgendwo lag. Weil die vergesse ich doch definitiv. Hier war der Eingang zu der Höhle. Da ist die Kiste. Ja. Prima. Sonst noch was? Dann könnte ja hier rein theoretisch auch irgendwo der Sonnenkristall sein, oder? Ne, das war der Eingang Uranhöhle. Mehr Höhleneingänge. Da funkelt noch mal pink. Hier ist noch eine Kiste. Hier waren die anderen, die grünlichen. Bazaar. Im nächsten, damit ich mich daran erinnere. Fehlt eigentlich nur noch der gelbe Sonnenquarz oder wie ist der Solarquarz? Ja, den haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Oh, eine Kiste. Ja. Denke ich da dran? Definitiv nicht. Gebe ich mir Mühe? Möglich. Noch eine Kiste. Oh je. Ich glaube, ich muss hier mal eine extra Farmrunde einlegen. Wo geht's jetzt hier hin? Werte sind noch in Ordnung. Noch kommen wir damit gut klar. Noch eine Kiste. Nee. Naja. Nicht zu viel wollen. Ich weiß ja, wie schnell das schief gehen kann. Ja. Ich würde sagen, haben wir doch ausreichend Material gefunden. Einmal das Inventar komplett voll. Für so eine kurze Zeit, für so eine kleine Runde. Dann würde ich sagen, ich verbringe das Material nach Hause. Schau mal, ob ich das in irgendwelche Schränke oder Taschen gepackt kriege oder wie auch immer. Und wir
ziehen dann von hier aus morgen weiter und gucken wir, ob wir nicht doch vielleicht noch Gelbes finden. So machen wir das. Also dann, bis morgen in alter Frische. Eure Gedanken und Meinungen gerne in die Kommentare, wie gehabt. Ja, und ansonsten schaltet morgen wieder ein. Bis morgen, Tschüssikowski und bye bye.